Hallo zusammen, heute koche ich für euch ein richtig originales, traditionelles ungarisches Gericht, wie ich es wieder bei meinen Großeltern damals zu Kindheitszeiten genießen durfte, mit meinem Bruder zusammen. Und jetzt sind es meine Kinder, der Louis und der Adrian, die natürlich auf dieses Gericht auch stehen. Ich hoffe, ich kann euch damit begeistern. Schaut einfach zu, wir kochen ein Paprikaschkrumpli. Paprikakartoffeln oder auch die Österreicher sagen dazu Grenadiermarsch. Also bleibt dran, ihr Lieben, bis gleich. So ihr Lieben, auf geht's und zwar jetzt Paprikaschkrumpli. Mega, ich freue mich riesig drauf. Als erstes schönes, feines Mangalitzerfett hier vom Andrasch. Andrasch ist die Fleischerei Neut in Amtsberg und der hat natürlich immer feinstes Mangalitzerfett für mich. Das kann ich schon mal langsam ein bisschen auslassen. So, bei niedriger Hitze. Wir haben hier eine schöne ungarische Kolbas dazu, ihr Lieben. Da, schau her, eine sensationelle ungarische Kolbas Salami, Schweinefleisch, schön Paprika, leicht pikant. Die brauchen wir als erstes schön für unseren Ansatz. Das heißt, die schneiden wir hier einfach mal in Scheiben. Schieben uns die beiseite. Dann nehmen wir uns flugs mal hier die Zwiebel daher. So. Dazu kleiner eine Knoblauchzehe. Dort. Gebt nicht so viel dazu, zwei Stück reichen hier, ganz entspannt, weil natürlich in der, also nochmal 1, 2, 3, von dem Knoblauch jetzt hier nicht so viel nehmen, da reichen mir erstmal zwei Stück zu, weil natürlich in der Kolbas natürlich auch Knoblauch mit drin ist. So, das zur Seite. Das sind erstmal die Sachen, die wir auf jeden Fall brauchen für unseren Ansatz. Die Zwiebel schön in Würfel schneiden. So, den Knoblauch, den könnt ihr entweder zerdrücken oder grob schneiden. So, der ausgelaufen ist, richtig schön sich erhitzt hat, dann gebt ihr die Kolbas mit dazu. Na, wir ziehen jetzt schön den Paprika halt hier mit raus. In der Zeit, wo das passiert, könnt ihr euch schon um die Paprika kümmern. Ich habe jetzt hier eine Spitzpaprika, eine rote Spitzpaprika. Und zwar einfach das Kerngehäuse raus hier. So, Kerngehäuse raus. Dann eine Strauchtomate, da schneiden wir hier den Strunk raus. So, die Kartoffeln schälen wir dann gleich. Also hier, Kolbas,
Seht ihr schon an der Farbe halt, ne, wie die sich jetzt hier verändert. Der Paprika tritt im Prinzip jetzt hier aus der Wurst aus. Und jetzt gebt ihr schon die Zwiebelwürfel und den Knoblauch mit zu. So, das wieder auch schön farblos anschwitzen. Jetzt noch die Paprika schneiden. Erstmal hier in Streifen, dann grob in Würfel. So, bei der Tomate, selbe Spiel. Auch grob in Würfel schneiden. So, in der Zwischenzeit, ihr Lieben, könnt ihr hier schon die Kartoffeln schälen. Die legt ihr euch in eine Schüssel mit kaltem Wasser. Hintereinander weg. Eben, die Kartoffeln sind geschält. Die Zwiebel und der Knoblauch wird schön glasig angeschwitzt. Und jetzt geben wir hier Tomaten und Paprika dazu. Freunde, und immer wieder drauf achten, macht euren Arbeitsplatz immer gleich sauber. Das ist ganz, 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 ganz viel wert. Genau, also hier Tomate, Paprika auch mit schön anschwitzen. Ja, dass wir die Power richtig schön in unsere Paprika-Kartoffeln reinbekommen. In der Zwischenzeit nehmt ihr euch die Kartoffeln daher, einfach nur vierteln. Wenn ihr das nicht in der Hand machen möchtet, dann macht es auf dem Brettel. So, passt auf, wenn ihr kleinere Kartoffeln dabei habt, dass ihr die vielleicht bloß halbiert und nicht viertelt. Warum? Weil ansonsten natürlich die eine Kartoffel zu weich ist. Ich habe jetzt hier eine vorwiegend festkochende Kartoffel genommen, um dort ein bisschen mehr Struktur natürlich auch in den Kartoffeln drin zu haben, ne, in den Paprikakartoffeln. So, alle erwischt. Jawohl. Und hier seht ihr im Prinzip, das Wasser werden wir dann auch verwenden mit, weil natürlich die Kartoffel hier die Stärke löst und somit auch eine gewisse Bindung abgibt. Ne? Das ist wichtig. Und jetzt keine Wassersuppe wird, sondern eine schöne gebundene Geschichte. Jetzt haben wir es hier wunderbar angeschwitzt und was kommt jetzt ins Spiel? Paprika im Blut. Und da schauen wir gleich mal rein. Das habe ich vor uns gerade mit dem Luz abgefüllt direkt. Eine wunderbare, sensationelle Farbe. Und der Duft, ein Traum, sage ich euch. Ein Traum. Also hier, schön paprizieren. Das bedeutet, wir geben jetzt hier Paprikapulver dazu. So, jetzt ungefähr ein Esslöffel. Und wichtig ist, das Paprikapulver richtig schön in dem Fett mit anzuschwitzen, damit die Aromen des Paprikas sich wunderbar entfalten können.
Vorsicht aber, Paprika darf nicht anbrennen, wie alle Gewürze auch, weil ansonsten der Paprika verbrennt und natürlich Bitterstoffe entstehen. So, nehmt das ein bisschen zur Seite. Jetzt nehmt ihr euch die Kartoffeln hier daher. So, wenn wieder die Flüssigkeit zukommt, dann könnt ihr das gern wieder aufstellen. So, rein damit. So, jetzt ziehe ich ihn nochmal richtig schön durch hier. So, und jetzt geben wir Wasser drauf, nicht alles. So, dass im Prinzip die Kartoffel nicht bedeckt ist. So ist es vollkommen ausreichend. Schön vom Rand alles runterschieben. Und jetzt kommen natürlich noch andere Gewürze hinzu. Was haben wir hier? Was darf nicht fehlen? Das Bergkernsalz. Ihr schaut, kennt ihr ja bestimmt schon. Bergkernsalz, rein damit hier. 3,5. Und? Was darf nicht fehlen? Pfeffermischung Louis. Rein damit! Genau, ihr Lieben, jetzt nochmal umrühren die ganze Geschichte und jetzt heißt es, einfach köcheln lassen. Wie lange? Bis die Kartoffel weich ist. Ne? Oder wie man so schön sagt, bis es fertig ist. Genau, also Deckel drauf und köcheln lassen. In der Zwischenzeit habe ich hier noch ein paar Wienerchen. Die schneiden wir noch mit rein. Die kommen auch wirklich erst ganz zum Schluss dazu. Damit die natürlich auch noch einen gewissen Knack haben, sage ich mal. Und zum Dekorieren noch ein bisschen saure Sahne. So, Freunde, das köchelt jetzt hier schön vor sich hin. Dann werden wir doch glatt mal hier mal kosten. Bringt dir förmlich die Paprika ins Gesicht. Sehr lecker. Mega. Gut, also weiter köcheln lassen, bis es fertig ist. Ihr Lieben, die Kartoffeln sind kurz vorm Garzeitende, also kurz vor weich. Und jetzt gibt es hier noch die Wiener Würstchen halt mit dazu. Rein damit. Das Ganze nochmal schön hier. Traumhaft. Sehr lecker. Also noch jung finnum. Genau, also ihr Lieben, nochmal aufkochen lassen jetzt hier die ganze Schose mit den Würstchen drin. Und dann heißt es eigentlich auch schon anrichten. Das heißt einen vorgewärmten Teller. Vorgewärmter Teller. Jetzt kommt bei den Ungarn immer gerne noch ein Klecksel Sauerrahm dazu. Und wir machen es noch schick. Wir machen es noch schick. Wir haben hier noch ein paar Kräuter dazu. Zwei Rosmarinen noch. So, ihr Lieben, fertig ist. Und zwar Paprika Schrumpli. So,
Ein bisschen anwinkeln. So. Ja, ja, so. Ist das scharf? Ja. Nee, scharf ist nicht. Doch. Das Bild ist scharf. Ja. Okay, ihr Lieben. Also Paprika Schrumpli, meine ungarische Version, die ich als Kind genießen durfte. Und immer ein leckeres Gericht und vor allen Dingen ein schnelles. In diesem Sinne, kocht's nach. Ich würde mich freuen, wenn es euch gefallen hat. Abonniert meinen Kanal und wir sehen uns wieder nächste Woche, wenn es wieder heißt, Rizzos ungarische Küche für euch. Ihr Lieben, macht's gut. Ciao, euer Rizzo.